Ach man, Leute, was habt ihr, wie findet ihr das Porte 2 Projekt bisher? Oh, jetzt hört doch mal auf. Ja, wie findet ihr das Porte 2 Projekt bisher? Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Gut, da sind jetzt zwar ein paar Soundlags mit drinne, aber diese schneide ich ja für euch immer schnell raus. Okay, Leute, ich glaube, ihr habt verstanden. Es geht jetzt zum Bosskampf. Speichere ich noch mal kurz ab. Wenn ich jetzt auf die Uhr sehe, seht ihr das jetzt erst im nächsten Part. Tut mir ja leid. Oh ja. Aber ich will ihn nicht töten. Nun denn, willkommen. In meinem Versteck. Wenn die Anzeige da oben stimmt, zerstört sich das Gebäude in etwa 6 Minuten selbst. Und zwar komplett. Ich bin ziemlich sicher, dass da mit dem Licht etwas nicht stimmt. Die Anzeige ist kaputt. Falls nicht, muss ich dich in jedem Fall töten. Das hatten wir ja schon besprochen. Ja. Dafür brauche ich 3 Minuten, dann 1 Minute Pause und dann bleiben noch 2 Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. So sieht der Plan aus. Außerdem habe ich auf Band, wie du sie getötet hast, und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. Erstens, keine Portalflächen. Zweitens, Nervengift sofort freisetzen. Drittens, bombensichere Schilde für mich. Viertens, Bomben, um dich zu bewerfen. Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen wir das Nervengift weg. Das war natürlich nur ein Witz. Adios. Nervengiftbelastung erreicht Maximum in 5 Minuten. Zu dem Hint, nicht rennen, nicht rennen! Ich sag dir auch warum. Du atmest, desto genau. Atmest du ein. Das Zeug ist unglaublich clever, gerade. Voll na, kannst du mal das. Au! Ha, ganz schön überzeugend, was? Aber eigentlich nur eine künstlerische Darstellung deiner selbst. Ja, klar. Du bist nämlich in meine Falle getappt. Ich wollte, dass du mich dazu bringst, die Röhre zu sprengen. Aber in Wirklichkeit habe ich nur so getan, als wie sich mich dazu bringt. Um falsche Hoffnungen in dir zu wecken. Denn das führt zu übermäßigem Selbstvertrauen. Und das na los, schieß. Führt zu Fehlern. Schieß endlich! Ich hab das nicht viel Zeit. Und jetzt habe ich doch meinen ersten Fehler gemacht. Ha. Oh, könnt ihr auch mal aufhören zu zocken? Bin dabei. Was? Ich muss cool bleiben. Hier kommt die Weltraumpolizei. Helft mir weg, Polizisten. Alles gut? Du willst mich sehen? So, erster Kern. Kernbeschädigung bei 50%. Belüftungssystem blockiert. Nervengift offline. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Was hast du gemacht? Was ist das hier? Moment! Ich hab die Bomben kleben fest. Mach nichts. Ich hab die Schilde neu konfiguriert. Oh, du hast eine Kugel an dir befestigt. Wer hat dir das gesagt? Warst du das? Ja. Das macht dich nur noch stärker, mein Schatz. Weißt du noch, als ich dir erklärt habe, wie du deine heißgeliebte Portalwaffe findest? Damals gab es ja nicht genug. So. Kernbeschädigung bei 75%. Countdown für Reaktorexplosion zerstört. Notfallpräventivmaßnahme eingeleitet. Die Anlage wird sich in 2 Minuten selbst zerstören. Nö. Was habe ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Aber du hörst mir ja nie zu, du Schweiß. Ununterbrochen Schweiß. Und hörst nie auf das, was ich sage. Verurteilt mich einfach nur, du. Stillen Vorwürfe. Ich wollte doch nur, dass ich es einmal besser mache. Du hättest nur
Sehr schön. Wo ist denn der Kern? Ach, da. Oh Gott, wie war das denn jetzt? William Shakespeare existiert. Seine Schriften wurden 1539 von Francis Bacon geschrieben, der mit einem Nietzsche-Pentheon vergeistert das Land. So, das war ganz... Ich glaube, das war so. Nee, das hat nicht so ganz geklappt. So, jetzt aber. Nein, das klappt auch noch nicht. Oh, wie machen wir das denn? Die Zeit läuft. Ah, ich hab's. 1862 unterzeichnete Abraham Lincoln. So. Warnung, Kernbeschädigung bei 100%. Sehr schön. Manueller Kernaustausch erforderlich. Ah, verstehe. Genau. Kern, bereit für den Einsatz? Beschädigter Kern, bereit für den Einsatz? Was denkst du? Interpretiere ungenaue Antwort als ja. Kein Sarkasmus diesmal. Part entdeckt. Feuer in der Part-Auflösungsanlage. Lösche Feuer. Das hat sich damit erledigt. Hätte ich nur ein bisschen früher wissen müssen. Part-Auflösungsmitarbeiter, drücken Sie die Part-Auflösungstaste. Was da hinten? Lass es sein! Ich sagte nicht drücken! Drück nicht die Taste! Du musst auch wie hinkommen! Nicht drücken! Komm zurück! Ja, wie? Nein. Mensch! Drück nicht auf die Taste! Lass es sein! Ja, dann bringt mich... Ich komm da nicht... Da, so! Danke! Nicht auf die Taste! Bin doch schon auf dem Weg! Halt die Luft an, Shell! Lass los! Wir sind im Weltraum! Lass los! Lass los! Ich bin noch verbunden! Ich komm selbst wieder rein! Ich krieg das noch hin! Ich hab's schon repariert! Und du kommst nicht zurück! Oh nein! Neuer Plan! Halt mich fest! Fester! GLaDOS hat uns das Leben gerettet. Blue, Orange. Zum Glück ist dir nichts passiert. Als Carolyn lernte ich eine wichtige Lektion. Ich dachte, du wärst mein größter Feind und warst doch die ganze Zeit mein bester Freund. Als Carolyn lernte ich eine weitere wichtige Lektion, wo Carolyn in meinem Herrn lebt. Carolyn gelöscht. Leb wohl, Carolyn. Beim Löschen von Carolyn habe ich eben eine wichtige Lektion gelernt. Die beste Lösung eines Problems ist meist die einfachste. Ehrlich. Dich zu töten, ist schwer. Weißt du, wie mein Leben früher war? Ich führte Tests durch. Niemand tötete mich, steckte mich in eine Kartoffel oder verfütterte mich an Vögel. Ich hatte ein schönes Leben. Ja. Doch dann kamst du. Du gemeingefährliche, stumme Wahnsinnige. Weißt du was? Du gewinnst. Bitte geh. Es war schön. Komm nicht zurück. Wir sind Freiläuse.
Begleite Kubus. Well, here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom taken. That's what I'm counting on. I used to want you dead, but now I only want you gone. She was a lot like you. Maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in you too. One day they woke me up so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your short said life. That's what I'm counting on. I'll let you get. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll start feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else. So viel Weltraum. Ich muss alles sehen. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Ich wünschte wirklich, ich könnte alles ungeschehen machen. Und das nicht nur, weil ich hilflos im Weltraum treibe. In dem Weltraum. Ja, ich weiß, Kumpel. Tja, wir sind beide im Weltraum. Weltraum! Jedenfalls, weißt du, was ich sagen würde, wenn ich sie noch einmal wiedersehen könnte? Ich bin im Weltraum. Ich würde sagen, es tut mir leid. Aufrichtig leid. Ich war herrisch. Und unbarmherzig. Und ich bereue es von ganzem Herzen, das kannst du mir glauben. Bin im Weckrum. Ende. Ja, und da haben wir auch das nächste Projekt fertig. Schade eigentlich. Es war ein sehr schönes Spiel. Wir sehen jetzt hier nochmal den traurigen Wheatley. Aber wir haben ja noch den Koop-Modus. Den werden wir auf jeden Fall auch noch spielen. Wann dieser kommt, kann ich leider jetzt noch nicht ganz so sagen. Da überlege ich noch, mit wem ich es genau mache. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche natürlich noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Ich bin euer EdsDP und sag bis denn, Leute. Tschüss.